Das Problem? Nie waren Jugendliche brutaler. Nie gehörten Waffen so selbstverständlich dazu. Einige Jugendgangs filmen ihre Exzesse mit dem Handy und verbreiten die Aufnahmen im Internet. Dass die Hemmschwelle sinkt, erleben die Streetworker täglich. Im Neuköllner Büro hat Cengiz Besuch bekommen. Der 17-jährige Yunis hat Post vom Gericht dabei. Was ist denn da genau passiert? Also ich war in der Klasse und ich hatte davor Streit mit einem Jungen. Und dann, ich war sauer an dem Tag, da haben wir uns gestritten, habe ich ihn nach Schule geschlagen. Geschlagen? Ja. Konntest du nicht was anderes machen als schlagen? Nicht aus dem Weg gehen oder so? Doch, aber ich war an dem Tag sauer, wie gesagt. Warst sauer? Ja. Konntest du deine Emotionen nicht kontrollieren, ja? Ja, ich habe ihn geschlagen, ich war verletzt, seine Nase wurde gebrochen. Dann, ich sah, er lag am Boden, bin ich einfach weggegangen. Also da kamen ja auch andere von der Schule. Dann kam ein Lehrer und Sicherheit bei uns gibt es ja in der Schule, die haben dann die Polizei angerufen. Er wurde also mitgenommen mit Krankenwagen. Am gleichen Tag bin ich nach Hause gegangen. Dann kam die Polizei schon, die haben mich dann festgenommen. Ich wurde auch mitgenommen. Nicht das erste Mal, dass Yunis wegen Körperverletzung aufgefallen ist. Nun ist er deshalb von der Schule geflogen und steht ohne Abschluss auf der Straße. Okay. Aber ich will den nachholen, aber es ist ein bisschen schwer. Und ich habe mich beworben, die meinten zu spät. Ich war auch in anderen Schulen, OSZ-Schulen. Die haben mir gesagt, jetzt können wir dich nicht annehmen. Du musst bis nächstes Jahr warten. Aber genau das sind die Punkte, ne, Yunis? Also du machst deine Zukunft immer enger, ne, durch diese ganzen Geschichten. Irgendwann siehst du, da fliegst du, da wollen die dich nicht, die Schule will dich nicht mehr. Irgendwann, ich bin sicher, wir können noch was für dich machen, aber du musst da einfach gucken, dass du da deine Zukunft ein bisschen anders gestaltest. Weil wenn du so weitermachst, dann wird es immer enger, die Schlinge wird immer enger, dann wirst du nirgendwo mehr angenommen. Und früher oder später kommst du in den Knast, das ist garantiert so. Also wenn du da dich nicht veränderst. Ich werde gleich jetzt den Anwalt anrufen. Wir werden einen Termin ausmachen. Und da ja dein Vater nicht arbeitet, wird es so aussehen, dass der Anwalt höchstwahrscheinlich bei dir Pflichtverteidigung machen wird. Also es wird dich auch nicht so viel kosten. Bei Gangway hat Yunis bereits ein Anti-Aggressionstraining gemacht. Dennoch schlägt er immer mal wieder zu. Yunis gehört zu dem Typen Jugendlichen, der seine Emotionen nicht immer unter Kontrolle hat. Also das heißt, er wie so ein Ventil geht sehr schnell hoch. Und das ist der Punkt, ne, wo wir halt genau an dem Punkt, wenn es genau zum Platzen kommt, dass wir mit ihm zusammen arbeiten müssen und er lernen muss, dass es eben andere Möglichkeiten gibt, als zuzuschlagen. Brennpunkt Berlin. In einigen Vierteln droht die Polizei, die Kontrolle zu verlieren. Gangs und Clans haben eigene Gesetze. Auf vielen Straßen tobt die Gewalt. Die Rütli-Schule in Neukölln. Lehrer wollten sie einst schließen, weil sie vor den Zuständen kapitulierten. Nun läuft hier abends ein ungewöhnliches Theaterprojekt. Im Uhrzeigersinn Zopp und gegen den Uhrzeigersinn Zipp. Okay, fang an. Zipp, Zopp, Zopp, Zipp. 33. Beim Theaterworkshop für Schützlinge der Neuköllner Streetworker geht es um Konzentration und Körperbeherrschung. Den Berg Ararat herum und als die 33 rosenroten Ritter. Am Anfang habe ich gesagt, ja, Theater, das kann doch jeder. Zum Beispiel jetzt einfach so lachen oder schreien. Aber wenn man es selber macht, dann merkt man, dass es schwierig ist. Das hört sich kindisch an, aber wenn man das macht, man hat dann richtig so Lust drauf. Am Ende sollen sie eine Filmszene entwickeln, die auf Video aufgezeichnet wird. Solche Übungen sind dazu da, Verantwortung zu übernehmen und Vertrauen aufzubauen. Für viele das erste Mal, dass sie mit Spaß und Ehrgeiz ein Ziel verfolgen. Diese Motivation rauszukitzeln aus den Jugendlichen ist unser Ziel. Ob es dann für jeden das Theaterprojekt steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal sich für etwas zu begeistern oder offen zu sein, um so etwas aufzunehmen, so ein Theaterprojekt. Motivation herauskitzeln, woran Schulen oft scheitern, gelingt manchmal engagierten Sozialarbeitern. Ein Musikstudio in Kreuzberg, letzte Aufnahme des Rap-Trios ICMB. Nicht wohin des Weges, doch Musik weckte unsere Seele, die gefesselt war im Nebel. Die Zeichen der Zeit ändert unser Denken, die Bösen bekämpfen, weil sie uns ins Verderben lenken.
Die Aufnahmen für den Sampler Gangway Beats sind der Höhepunkt des Rap-Workshops. Die CD mehr als die Dokumentation eines ungewöhnlichen Projekts. Für die Jugendlichen eine Chance zu zeigen, was sie drauf haben. Entschuldige zu Tode schießen, das resultiert sich aus einer Unterschrift. Wundert euch nicht, wenn wir aus Russland gespannt handeln, wir werden nicht anerkannt. Also es geht ja auch darum, eine Stimme zu haben. Das heißt, Jugendliche, die oft nicht gehört werden oder nicht gehört werden wollen, haben hier halt eine Chance, einen Song zu produzieren und sich Gehör zu verschaffen. Für die Aufnahmen wurde ein Studio gemietet. Das Projekt stieß auf so viel Zuspruch, dass der Rap-Nachwuchs nun bald sein eigenes Studio bekommt, finanziert von Sponsoren. In Gemeinschaftsarbeit sollen noch viele neue Songs entstehen, von den Jugendlichen selbst produziert. Auch für Erko die Chance, sein Talent zu beweisen und seinen Traum zu verwirklichen. Musik, der Auslöser für die Kehrtwende in seinem Leben. Also Musik war das die einzige Sache, die mir überhaupt Motivation gegeben hat und mich zum Nachdenken gebracht hat. Über meine Fehler. Ist gut, dass ich die Energie und die Zeit da reingesteckt habe und nicht auf der Straße. Sonst wäre ich jetzt woanders. Verfluche dich, weil du nicht da bist und mein Herz am Bluten ist. Dein goldenes Haar ist im Winde verweht. Um dich zu kriegen, würde ich jede Sünde begehen. Ich begehre dich, nein, ich schäme mich nicht. Dass Erko ein guter Rapper ist, hat sich in Berlin schon herumgesprochen. Mehrere Rap-Labels zeigen Interesse und seine nachdenklichen Texte finden Gehör.